Freddy. August. Wie geht's, wie steht's da oben an der Nordseeküste? Bist du an der Nordsee oder an der Ostseeküste? An der Ostseeküste. Ich bin in der Ostseeküste. Müssten doch jetzt mal langsam wieder, weiß schon. Ja, ich bin noch, eine Woche bin ich noch da. Es ist mega, also es ist super, super schön hier, aber es ist halt ultra krass viel zu tun und ich bin ein bisschen, jetzt lerne ich irgendwie am Wochenende, dresche mir den Text rein für die nächste Woche und dann bin ich wieder da und dann können wir wieder for real podcasten und die 100. Folge aufnehmen. Die 100. Bitte, ich kann, die 50. Komm, Folge. Du bist so, sag doch mal ein bisschen mehr ready to go. Du kannst auch mal jetzt hier während dem Dreh podcasten. Bist du ein bisschen mehr belastbar, echt. Jetzt reiß dich zusammen, hol dein Mikro und komm, trink ein paar Bier und podcast ein bisschen. Ist nicht so schwer. Wie willst du jetzt podcasten oder was? Was meinst du, wie lange das jetzt schon? Wir haben ja vorproduziert, das ist ja alles überhaupt nicht mehr aktuell. Wir müssen mal was Neues machen. Jetzt aber wir haben noch vorproduziert, damit ich in Ruhe meinen Film drehen kann, oder nicht? Dein Film. Alter. Du weißt doch, wie ich das meine. Nee, ich weiß nur, das ist halt, ich finde es irgendwie ein bisschen egoistisch von dir, dass du die ganze Zeit nicht podcastest mit mir. Sogar Oliver und ich sitzen hier und auf dem Trockenen quasi und wollen eigentlich produzieren, sind irgendwie ready, sind kreativ, haben gute Gedanken und du lässt uns im Stich, lässt uns hängen. Finde ich nicht gut. Aber wir haben das doch vorher ausgemacht. Ernsthaft, finde ich wirklich nicht gut. Aber wir haben es doch vorher ausgemacht, ich check's nicht. Wieso ist denn das jetzt so schlimm? Also wieso, hä? Wir haben gar nichts vorher ausgemacht. Ich habe gesagt, wir podcasten auf jeden Fall nochmal, während du drehst. Und jetzt sitzt du hier, ich versuche die ganze Zeit, dich überhaupt in die Strippe zu bekommen. Du antwortest fast nicht, antwortest auch auf keinen Text, krieg keinen Rückruf. Und jetzt, komm, frei. Ich kann nicht, wenn ich drehe. Du kennst das doch selber. Es geht nicht, ich kann jetzt gerade nicht. Oh, echt? Ja, keine Ahnung, dann mach's halt alleine. Oder ich schaff's eh nicht alleine. Wie willst du alleine einen Podcast machen? Geht nicht. Wie meinst du das denn jetzt? Ich schaff's nicht alleine. Ich meine, so habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, dass man halt. Doch, du hast es genauso gemeint. Ich kann nicht alleine oder was? Doch, du kannst. Ich kann genauso. Ich kann sogar hundertprozentig alleine. Und ich kann. Es gibt viele Leute, die sich drum reißen, mit mir einen Podcast zu machen. Ich will und ja mit dir einen Podcast machen, nur jetzt gerade. Ich bin nicht gebunden an dich. Ich könnte genauso gut eine Solo-Karriere machen. Also Solo vielleicht nicht, aber einen anderen Partner kriege ich sofort. Sofort. Willst du den Podcast mit jemand anders machen, oder was? Ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt ohne dich. Das ziehst du jetzt wirklich durch, oder was? Bitte, ich kann ja nicht anders, wenn du mich hängen lässt. Du lässt mich ja hängen. Du bist ja, machst du ja nur deinen eigenen Scheiß. Du bist total immer nur ich. Und nichts von wegen Schaumgebäude. Was lässt unsere Schaumers hängen? Du lässt mich hängen? Das ist selbstverschuldet. Jetzt reicht's. Okay, wow. Wenn das deine Meinung ist, dann mach's alleine. Dann, keine Ahnung. Mach ich auch alleine. Dann sehen wir uns irgendwann vielleicht mal durch Zufall auf irgendeiner Party. Keine Ahnung. Ja, vielleicht mal. Oder vielleicht mal in der Nachbarschaft, weil wir wohnen ja nacheinander. Ja, schön. Toll. Okay. Have fun. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Ruf nie Ciao. Wieder an. Hab Tschüss. Ein tolles Leben. Ja, du auch. Ciao. Vermiss dich nicht. Ciao. Fuck off. Fucking Scheiße, echt, diese. Ich schaff das schon allein. Ich schaff das auf jeden Fall allein. Oliver, weißt du was? Ich frag jetzt die Caro Schucher, ob die Bock hat. Da ruf ich jetzt mal an. Hallo, Caro. Ja. Caro, hier ist August Wittgenstein vom Totenwald. Weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Hi. Ich meine, es ist auch erst ein Jahr her. Ist jetzt hi. Na? Ja, ist lange her. Wie geht's? Was? Mir geht's gut. Soll ich dir jetzt meine Corona-Zeit runterbeten oder willst du eine Kurzversion? Also mir geht's gut. Mhm. Okay. Du, dann ich mach's auch kurz. Ja. Ich brauche nämlich ich mache ja diesen Podcast und meine Kollegin Birte Hanusrichter, die will jetzt irgendwie mehr drehen und weniger podcasten und so. Und jetzt habe ich gedacht, gut, reisende Sommer nicht aufhalten. Ich lasse die ziehen und suche mich um nach neuen Partnern. Und da habe ich an dich gedacht, weil du bist auch Biertrinkerin
und du bist, ihr seid ungefähr gleich groß und es würde, glaube ich, gut passen. Du hast auch eine gute Stimme. Von daher, willst du mit meiner neuen Podcast-Partnerin werden? Nee, da bin ich ganz, ganz direkt, August. Ich habe da einmal reingehört und fand es mega peinlich. Auf keinen Fall. Ehrlich nicht. Das ist für mich selbstreferenzielle Kackscheiße. Es wird viel zu viel geredet sowieso in der Welt und jetzt auch noch über Bier reden. Also kannst du alleine machen oder frag jemand anders, aber mich bitte nicht. Okay. Ich meine, ja, ich habe es schon versucht, alleine zu machen. Das geht nicht so gut. Ich brauche den Dialog irgendwie. Ich habe es jetzt schon versucht, die Birte nachzumachen und so. Und dann das. Ja, aber ich bin noch kein Ersatz für. Los. Also entschuldige mal bitte. Also nee. Ich glaube, du könntest das schon. Ja, ich will das aber gar nicht machen. Es interessiert mich nicht. Um es nochmal deutlich zu sagen, ich finde es richtig peinlich. Also ich finde es peinlich, ich finde es selbstreferenziell und ich finde es einfach nur bescheuert. Also kein Mensch interessiert sich für Biergeschmack. Ich höre ein vielleicht. Was willst du denn, wie deutlich soll ich denn noch werden? Also ich meine, ich finde es scheiße, euren Podcast. Das eine Mal, als ich gehört habe, musste ich sofort wieder ausmachen, weil ich es einfach nur scheiße fand. Ihr habt euch ständig ins Wort geredet, ihr habt irgendwie Kauderwelsch über Bier. Ehrlich, das interessiert mich nicht und deswegen kann ich auch darüber nichts Interessantes sagen. Ja, das war aber hauptsächlich Birte, die mal reingeredet hat. Die unterbricht mich immer. Aber gut, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Schlaf noch eine Nacht drüber und dann telefonieren wir morgen nochmal. Ruf an, ich gehe nicht ran, wahrscheinlich. Also, weil ich habe ja schon Nein gesagt. Ich weiß nicht, wie deutlich du das so brauchst, aber das kenne ich ja schon von dir. Mach's gut, August. Schön. Danke für deinen Anruf. Okay. Ciao. Gut. Ciao. Du, Oliver, die Caro, die hat echt, das ist so ein krass gutes Vokabular, Caro Schuch. Aber die meinte irgendwas von wegen, dass unser Podcast selbstreferenziell ist. Weißt du, was das heißt? Ja, ich weiß, was das heißt. Selbstbezüglich. Also quasi, dass wir viel über uns selbst reden. Ja. Ah, okay. Da hat sie aber, war es eine nette Beschreibung. Mhm. Okay, ich rufe jetzt mal, ich kenne noch die Anne Schäfer, die rufe ich jetzt mal an. Okay. August, hey, na? Hey Anne, grüß dich. Was ist los? Bist du in Hamburg? Nein, ich bin nicht in Hamburg. Ich bin in Berlin. Ich habe ein Anliegen. Ich wollte fragen, ob du kurz Zeit hast. Ja klar, schieß los. Nur kurz, ich muss gleich zur Schule, aber schieß los, was ist los? Ich gehe ganz schnell. Ich mache ja diesen Podcast Schaumgeboren mit Birte. Hast du schon mal gehört? Ja, habe ich schon mal gehört. Und Birte ist gerade am Drehen irgendwo an der Ostseeküste oder Nordseeküste oder irgendeiner Küste und hat irgendwie keine Zeit zu podcasten, weil sie so viel dreht. Und wir müssen ja produzieren. Ich meine, the show must go on. Die Welt schläft nicht. Und deswegen suche ich jetzt nach einem Ersatz für Birte. Ich habe schon mit der Caro gesprochen. Die überlegt sich's noch. Und da hab ich an dich gedacht, dass du vielleicht mit mir einspringst. Wir müssen ja immer jeden Freitag kommt eine neue Folge raus. Wir müssen halt auch aufnehmen. Meinst du als Gast oder wie? Nee, als mein neuer Partner quasi. Dass ich quasi die Birte mit ersetze durch dich. Ich glaube, du könntest es genauso gut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, ist mein Ernst. Weil ich meine, Birte ist ja nicht da. Komm, August, nicht du jetzt auch noch, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso ich jetzt auch? Entschuldige, aber das regt mich sofort total auf. Ich finde es mega scheiße. Ganz im Ernst, es passiert die ganze Zeit. Also du bist jetzt wie, keine Ahnung, jetzt kein deutsches Fernsehen, ja? Kollegin ist irgendwie krank, kann mal kurz nicht, Corona, Quarantäne, schwanger, was weiß ich, ist mal kurz im Urlaub, zack, bumm, hey, du, tauschen wir einfach mal aus. Ja, super, wird einfach mal ausgetauscht. Ja, aber... Weißt du, wie oft ich solche Anrufe kriege, wieso Kollegin, zack, bumm, hier, verstehe ich nicht. Weißt du, Hauptsache die Maschine läuft weiter. Erstens finde ich das brutal mittelmäßig, am besten noch mit dem gleichen Rollennamen, ja, so merkt ja keiner, wenn das eine andere spielt, so. August, ganz im Ernst, weiß ich nicht. Und dann am Ende nennst du mich auch noch Birte oder so, weil, hey, fällt ja nicht auf oder was?
Du kannst den Namen aussuchen. Sorry, dass ich mich da jetzt so aufrege, aber ich finde es irgendwie gerade so, dass Schauspieler einfach permanent so ausgetauscht werden. Ja. Weiß ich nicht. Okay. Also, wir können echt gern mal ein Bier trinken und so. Ich trinke super gerne Bier. Also, ich höre euch auch gerne alles, aber für mich ist der Podcast ohne Birte auch einfach, weiß ich nicht. Also, der. Genauso gut. Also, ich will dich jetzt nicht beleidigen oder so, aber. Also ohne Birte kannst du den Podcast auch in die Tonne treten. Also würde ich jetzt, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt. Also ich glaube, wir müssen auch mal dringend ein Bier trinken, damit ich wieder runterkomme. Ja. Ich finde es sehr gut, dass du leidenschaftlich da bist in der Hinsicht. Okay, also das heißt, du überlegst nochmal. Nee, ich komme gern vorbei als Gast und so, aber ich trinke auch gerne Bier, aber nicht ohne Birte. Nicht ohne Birte, okay. Das ist okay, gut, dann, ich weiß Bescheid, Anna, aber trotzdem danke für die Zeit. Genau, aber sonst ruf mich an, ich bin echt für jeden Scheiß zu haben, aber... Okay, alles klar. Pussy, gut. Bis bald, tschüss. Ciao. Ja, Anna wirkt jetzt nicht so, wirkt noch ein bisschen unentschlossen. Was findest du, Oliver? Ja, das kann man so sehen. Ja, okay. Dann vielleicht müssen wir auch nicht immer Typen, vielleicht können wir auch mal einen Typen machen. Ich weiß genau, wenn ich jetzt anrufe. Ja, Sabine, du. Ich hab eine Idee. So, herzlich willkommen. Hallo, mein lieber August. Schön, dass du an mich gedacht hast. Vielen Dank. Ja. Da bin ich. Ich habe natürlich an dich gedacht. Ich finde ja immer, dass wir eine sehr gute Chemie haben. Wir dürfen nicht so viel zusammen spielen, aber du hast ja Humor und ich brauche jetzt Ersatz für Birte. Ja, das war eigentlich meine Frage, wo ist Birte? Weil du hast nicht wirklich was erzählt am Telefon gerade. Birte dreht gerade, die ist an der Ostsee und ist nicht da. Okay. Und schon länger jetzt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, sie lässt den Podcast jetzt ein bisschen schleifen. Und kann man da nicht irgendwie über Internet irgendwas machen? Weil ich liebe euren Podcast sehr, aber ich mag sie halt mehr als dich in dem Podcast, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Okay. Und das ist jetzt irgendwie blöd, weil ich dachte, ich komme zu euch in den Podcast und sie ist da und ich hätte mit ihr... Dass sie mit dabei ist quasi. Bisschen enttäuschend. Ja, vielleicht hätte ich da ein bisschen ehrlicher sein sollen. Also ich finde, es geht natürlich darum, dass du also quasi mein neuer Podcast-Partner wirst und dass wir das dann öfter machen. Ach, fest? Das ist fest, ja. Nee, habe ich keine Zeit. Hast du keine Zeit? Nee, ich bin ja auch eigentlich, ich konzentriere mich gerne auf meinen Hauptberuf und das ist nun mal Schauspieler. Ach so. Und das ist schwer, da zeitfrei zu schaufeln. Beides zu machen, ja. Ich bin jetzt einmalig da und... machen wir das Beste draus. Das Allerbeste. Und okay. Letzte Sendung habt ihr ja auch über Vampire irgendwie gesprochen, habe ich auch direkt angesprochen gefühlt und mich gefragt, warum war ich eigentlich noch nicht bei euch? Ja, das stimmt. Du hast was Unheimliches, das ist so. Hast du schon mal einen Vampir gespielt? Nee. Nee, noch nicht. So. Ich habe überlegt, ich habe mehrere Drehbücher gelesen, aber die kamen alle nicht zustande. Ah, okay. Ja, das ist aber auch Genre, ist ja immer schwierig in Deutschland. Vielleicht kann ich dich kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen. Also du hast ja, Sabine Tambrea ist hier. Ich will mal Sabine sagen. Ja, lustig. Aber da habe ich noch nie gehört. Ich weiß. Das ist voll lustig. Das ist so, wie Leute zu mir sagen, sie heißen September. So ein bisschen das Gleiche. aber du bist natürlich vor allem berühmt. Ich meine, deinen Durchbruch hattest du wahrscheinlich mit Ludwig II. Da hast du ja den Geist von Louis XIV gespielt. Im Gegenteil. Ludwig, also einer kleinen Publikumsgruppe ist dieser Film sehr bekannt und war auch super für mich als Schauspieler. Es war meine erste Filmrolle. Aber ein Projekt, das uns beide, glaube ich, am meisten gebracht hat, das ist tatsächlich Kudamm. Stimmt. Ja. Aber sonst bist du ja bekannt vor allem aus Kai und Kira, dem Kurzfilm. Das war wirklich das allererste, was ich gemacht habe. Mit Emily Cox. Ja, auch mit Jerks und...
Ach, stimmt. Ja, ja, klar. Ach, krass. Karriere gemacht. Ist nicht schlecht. Ist ja. Auch, da fing alles an. Ja. Ja, also Sabine und ich kennen uns natürlich hauptsächlich aus Kuhn, aber wir haben beide, ich durfte ja auch eine kleine Rolle bei Ludwig II spielen. Deswegen, ja, wir saßen uns gegenseitig anschmachtend gegenüber. Richtig, richtig. Ja, richtig, das war aufregend. pass auf, wie, ich habe dir ja gesagt, es geht um Bier. Ja. Du liebst ja auch Bier, oder? Ja. Nicht so, höre ich jetzt Skepsis raus. Du, ich bin jetzt kein Profitrinker, aber so nach einem Feierabend mit einem schönen, so ein, ja, Bier zwischen. Natürlich, wenn du jetzt Birte ersetzen sollst, solltest du natürlich schon Bier mögen. Natürlich. Ja, mögen ist so weit gefächert irgendwie. Also ich trinke hin und wieder mal ein Bier, nehme danach auch Bullrichsalz gegen die Säure und so weiter. Zeig mal, was hast du mitgebracht? Naja, ich als alter Vampir-Rumäne habe jetzt wirklich per Express kuriert. Du hast mich ja vor 20 Minuten angerufen, habe ich schnell den Kurier bestellt und jetzt ist es schon da, das Bier aus Rumänien. Das ist unglaublich, ja, so wie schnell das geht. Per Drohne. Total schnell. Das heißt Timișoreana, das Bier. Timișoreana, ach geil, okay, und cool. Ich habe vor 3 Jahren in dieser Stadt eben gedreht, Hackerville, die Serie, und da habe ich sehr viel, so, also was heißt sehr viel, so eineinhalb Bier pro Abend getrunken davon. Und das erinnert mich sehr an diese Zeit. Und das wollte ich dir mitbringen, damit du das probierst. Es ist leider nur eine Dose. Aber ich liebe Dosen. Ich liebe Dosenbier. Und ich finde, es ist so richtig so. Welche Flaggenfarben sind das? Ist, naja, das Transsilvanien? Ja. Rumänien. Roșu, Galben, Albastru. Du weißt ja, dass mein Schwager hat ja ein kleines Haus in Siebenbürgen. Ja? Mein neuer Schwager, der mit meiner kleinen Schwester verheiratet ist. Okay. Ja. Und die sind ganz oft da in Transsilvanien. Also es ist ja Transsilvanien quasi, oder? Weißt du die Stadt? Genau. Nee, leider nicht. Könnt ihr aber rausfinden. Ja. Das fürs nächste Mal, wenn du dann kommst. Für den nächsten Sommerurlaub. Nein, ich dachte für die nächste Podcast-Session, weißt du. Ach so, nee, ich habe ja gesagt, ich habe selten Zeit. Aber okay, pass auf. Wir machen ja mal hier, wie so ein Bier klingt. Ja. Und wie das nennen wir jetzt Geröff, also es ist sehr geistreich, Geräusch des Öffnens, Geröff. Also das haben Birte und ich damals. Ja, ich weiß, Birte und ich hatten so viele Gimmicks zusammen. Wie kannst du Akzente? Sie macht auch oft Holländisch, kannst du Holländisch? Holländisch? Ja, du, ich, warte mal, Austin Powers habe ich geliebt. Ja, ja. Goldmember. Hey, ja, du in die Hautbox, zu die andere, ich kann dich nicht widerstehen, du. Okay, hier kommt das Geröff, pass auf. Von Timișoreana. Boah. Oh ja. Herrlich. Ist ja Wahnsinn, wie das da rauspeitscht. Magst du schon trinken? Oder musst du nüchtern sein? Nee. Ich bin für heute fertig. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich gieße dir hier ein bisschen was ein in dein Verkostungsglas. Ja. Das ist ja saunett, dass das jetzt bei Kurier per Drohne quasi angekommen ist. Vielleicht, bevor wir über das Bier reden, sage ich noch einmal kurz, wir haben eine Premiere, wir sind heute gesponsert. Yeah. Und zwar sind wir gesponsert von Wirecard, die intelligente Financial Commerce Plattform. Wie willst du bezahlen? Wie will ich bezahlen? Also eigentlich will man ja immer ungern bezahlen, aber wenn man bezahlen muss, dann soll das über Wirecard abgewickelt werden. Und da hat man zumindest das Gefühl, dass die Transaktion sicher war und dass das Geld dahin kommt, wo es auch rechtmäßig hingehört. So. Ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Ist das fix oder was? Ich habe noch nicht mit Wirecard gesprochen, aber ich denke, die werden ja sagen, weil die, also viele denken ja, dass die jetzt fertig sind, aber ich glaube, au contraire, mon frère, wie der Spanier sagt. Das klang so positiv, wie du über Wirecard geredet hast. Ich würde das gerne rausschneiden lassen, weil sonst, also will ich nichts mehr. Willst du nicht deinen Namen drunter setzen? Okay. Versprich mir, dass du es rausschneidest. Ich schneide es raus. Okay, danke. Gut, jetzt können wir mal kurz über das Bier reden. Es ist ein klares Bier. Es ist ein... es ist gelb. Ja, es ist blank sozusagen. Es ist ja nicht trüb. Also es kann kein Wässerchen trüben, dieses Bier. Mhm. Und eine feine, kleine Schaumkrone. Ich rieche dran. Sag du mir, was du riechst. Birte war besser im Riechen als ich. Sag mir, was riechst du? Ich rieche so einen Biergeruch. Wenn du dran... Du hast genau den richtigen Gast geholt. Ja, riecht nach Bier. Ich weiß es gar nicht. Ich bin nicht so fein ausgebildet, das jetzt zu beschreiben. Was soll ich sagen? Es pritzelt ganz aufregend in der Nase. Okay. Oder was? Zitrus, riechst du ein bisschen Zitrus? Ja. Ich sag immer zu nur Zitrus. Zitrus? Orangenschalen. Ja, ein bisschen Moschus. Mhm. Aber das könnte auch gut. Von das dir rüberwehen. Prost, komm hier. Stößle.
Stoß. So. Oh, jetzt habe ich deinen Finger angefasst. Warte kurz. Muss ich desinfizieren hier. Du kommst gut vorbereitet. Ja. Ich merke es schon. So. Und jetzt? Prost dich hin. Jetzt riecht es ein bisschen nach Alkohol, so Ethanol. Ja, das ist wahrscheinlich das Spray in deinen Fingern. Okay. Du solltest vielleicht die Hand wechseln. Hast du schon probiert? Ich habe schon probiert, ja. Das ist ein süffiges Lagerbier. Süffig. Süffig ist es. 5% Alkohol. Ist auch Mais drin. Ach, sieh einer an. Na du, ja. Ich habe doch gar keinen Mais gegessen. Ja, ist komisch. Auch so ein Zitat aus Austin Powers. Oder fiese Fettsack. Ja. Entschuldigung. Fat Bastard. Richtig. Ich habe Austin Powers so geliebt. Ich habe den Film, glaube ich, ich habe den zweiten, glaube ich, 5-mal im Kino gesehen. Ach, dass wir das als Gemeinsamkeit haben, ist interessant. Wirklich? Ich kann die Zitate nur auf Englisch leider. Nee, ich finde die deutsche Synchronfassung sensationell. Wirklich? Genauso wie muss ich mal anschauen. Family Guy. Okay. Ich finde die Stimmen so, Jan Odel spricht da den Daddy. Aha, quasi. Aha, und ich hatte einmal ein Synchronprojekt, wo ich ins Studio kam und eine ganze Serie deutsch synchronisieren musste. Und der Synchronregisseur war tatsächlich Jan Odel und hat die ganze Zeit mit der Stimme von dem Daddy aus Family Guy. Ich lag am Boden, ich konnte wirklich nichts ernst nehmen. Herrlich, ja. Das ist ja saulustig. Ja, das ist, ich muss ja echt sagen, ich tue mir immer schwer im Synchronstudio. Ja, klar. Aber es ist wirklich ein eigenes, ganz eigene Kunst, eigenes Handwerk. Ist es. Ja, und ich bevorzuge auch immer natürlich die Originalversion. Ärgere mich aber, wenn es wie, ich sag mir jetzt beispielsweise bei Sky ist, wo es keine Untertitel gibt, das ist einfach unglaublich ärgerlich. Weil super ärgerlich. Bei Amazon gibt es auch ganz oft keine Untertitel. Das nervt mich auch tierisch. Oder halt nur deutsche Version ohne überhaupt die englische Tonspur. Das ist einfach, da sind wir weiter. Ich versuche immer deutsche Filme mit englischen, also englisch synchronisiert zu hören. Ja, das macht die Schauspielerleistung besser. Gott. Pass auf, ich habe ein paar Themen vorbereitet. Ich finde dieses Bier, wir müssen ja das Bier bewerten. Also ja, sag mal. Birte und ich haben immer, also wir überlegen uns immer so eher, also anstatt wie 0 bis 10, dass wir uns so ein Gefühl oder an einen Ort wünschen, wo wir dann quasi das Gefühl, das das Bier vermittelt, beschreiben. Ja? Also zum Beispiel du und ich in einer Wohnung an einem blauen Sommertag, Abend / Nachmittag. Und haben uns eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ja. Schmeckt es so für dich oder schmeckt es so schlecht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Du musst es ja, ich möchte, dass du das. Du musst ja jetzt, wenn du dich jetzt hier öfter kommen sollst, musst du halt auch mal. Ich will nicht öfter kommen. Da muss ich jetzt. Ich glaube, ich kriege dich noch dahin, dass du noch öfter kommen willst. Also, es fühlt sich an wie ein mit Feenstaub bestäubter Eiswürfel, der gerade deinen Nacken herunterrutscht vorbei an deinen muskulösen Oberarm. Ich bin total beeindruckt von deinen Oberarmen. Also ich habe überhaupt gar keine Tendenzen oder sowas, aber du hast wirklich gepumpt in letzter Zeit, ne? Ich mache Ringearbeit hauptsächlich. Ringe? Ringearbeit, ja. Was ist das? Ja, in den Ringen hängen, wie diese Toner, weißt du, dass ich mache gar keine Gewichte mehr. Ich mache nur noch Ringe, an den Ringen ziehen und drin hängen und so. Ja? Mein Ziel ist es, einen Muscle abzuschaffen. So, das ist mein großes Ziel. Ein Muscle ab. Du willst einen Lola gewinnen, ich will Muscle abschalten. Habe ich nie gesagt mit der Lola. Das ist ein Gerücht. So. Okay, erzähl weiter. Also es läuft mein Nacken herunter, das Eisstück. Ja, genau. Und hört aber genau da auf, bevor es richtig schön wird. Ah, okay. Also das ist so ein Teaser, so ein An. Das so ein Bier Trailer. Ist ein kleiner Anteaser. Ein Trailerbier. Ich verstehe, okay. Alles gut. Das finde ich sehr gut beschrieben, es trifft sehr gut. Okay. Ja, aber Feenstaub, wie interpretierst du das? Feenstaub, das habe ich auch noch. Ja, du hast ja so einen Hang zu so Märchensachen und so, oder? Entschuldigung, kurz eingeschlafen. Bin wieder wach. Pass auf, ich hab zwei Themen vorbereitet, über die wir sprechen können. Ja. Aber davor, es ist ja krass, weil wir haben ja so eine kleine Kommunikation am Laufen mit dem wahrscheinlich erfolgreichsten Podcast Deutschlands zurzeit. Also, wer ist das? Das Corona-Update? Ja, Corona-Update. Okay. Also Christian Drosten schreibt uns regelmäßig, schickt uns regelmäßig Sprachnachrichten. Wahnsinn. Und ich habe auch heute wieder eine bekommen, weil der ist ja gerade in Sommerpause. Und ich habe es noch nicht gehört, ich wollte es jetzt mit dir zusammen einmal hören, wie es klingt. Mal schauen, was er jetzt zu sagen hat. Drosten hier, Professor Christian Drosten. Wollte mich nur kurz aus der Sommerpause melden. Abartig entspannt hier auf Ibiza. War gestern wieder 14 Stunden Raven.
Hausparty bei Heidi und Tom, ihr wisst schon. Endlich mal wieder das Tanzbein schwingen. Aber nicht weiter sagen. Über 500 Verrückte auf einer Pillenfeier sind ja nicht erlaubt, aber keine Sorge, wir hatten alle Mundschutz auf. Not, würde ich auch hier nicht erzählen, wenn ich nicht wüsste, dass eh niemand Schaum geboren hört. Birte ist ja scheinbar auch schon abgesprungen. Kein Wunder. Es gibt Wichtigeres. Wie zum Bleistift fucking Corona. Deswegen geht mein Podcast jetzt auch wieder vom Stapel. Was soll ich sagen? Millionen Deutsche können es eben kaum erwarten, mich wieder fachsimpeln zu hören. Millionen. Tut mir echt leid, dass ihr nicht so lässig und populär seid wie ich. Not. Daran wird auch Tonsur Sabin nichts ändern können. Peace out, ihr Stricher. Stricher, hat er gesagt. Wahnsinn. Aber ich finde es cool, dass er an uns denkt hin und wieder. Das heißt ja, er fühlt sich ein bisschen bedroht von unserer Reichweite und von unserem, wie groß wir schon mittlerweile sind. Man muss sich ja gegenseitig unterstützen, ne? Und das finde ich toll. Auch wenn ein bisschen so gekebbelt wird, aber ja, so stichelt halt sympathisch. Ja. Willst du ein bisschen mehr Bier haben? Na, langsam, langsam. Langsam, langsam. Kann ja nicht, ich darf mich nur ein bisschen einschütten. Ja, natürlich. Ich habe jetzt, apropos Tonsur, du hatte ich ja gerade Tonsur Sabine genannt. Mhm. Unglaublich, gut informiert. Er schaut, ist glaube ich auch Kinogänger. Jedenfalls wollte ich mit dir besprechen, so die Männerfrisuren, die dich am allerkriegsivsten machen. Ja. Und ich habe so ein paar Beispiele und du kannst ja vielleicht kurz sagen, wie sehr dich diese Frisuren aggressiv machen. Okay. Hast du auch Fotos? Weil ich kenne die Begriffe vielleicht nicht. Also, aber ich glaube, du kannst was. Ich kann es googeln. Ja, ja. Okay, pass auf. Erste Frisur. Ja. Deine in Narziss und Goldmund. Ja. Wie aggressiv macht die dich? Gar nicht aggressiv, weil okay. Das ist ja... Ein schönes, schöne Erinnerung. Ey, ich hatte es ja nicht zu sehen. Meine Frau hatte da eher die Arschkarte. Weil ich sehe es ja nicht. Ich weiß nur, es ist kalt oben. Ja. Komisches Gefühl. Hattest du viel Mützen auf? Ich hatte einen Panama-Hut mir geholt. Einen Panama-Hut. Und den brauchst du auch, weil da oben die Haut, die hat noch nie Sonnenlicht gesehen. Und du bist einmal 30 Sekunden in der Sonne und bist schon verbrannt irgendwie. Ja, shit. Krebs will man ja auch nicht. Nee, will man nicht. Also ich brauch's nicht nochmal, diese Erfahrung. Okay. War interessant, aber ist gut jetzt. Hast du dir dann alles abrasiert? Ja, gell? Hast du gemacht, oder? Ja. Erstaunlich schnell zurückgewachsen. Du hast ja extremen schnellen Haarwuchs. Ja, die kommen schnell. Aber die Nachfolgeproduktion, das war damals Babylon Berlin, hat gesagt, super, den Haarkranz, der übrig ist, den können wir gebrauchen, um da die nächste Perücke dran zu fixieren. Also behalt die Tonsur bitte noch ein halbes Jahr. Nee. Habe ich gesagt, nee. Und bin aus Versehen irgendwie so ausgerutscht gegen den Schneider und da war die eine Ecke weg und dann mussten sie alles wegmachen. Verstehe. Ja. Okay, also das quasi ein Tonsurschnitt, der, wo jetzt nicht die Mitte fehlt, wäre dann dieser neuartige Hipster-Topfschnitt, das ist die zweite Frisur, die ich meine. Wie findest du den? Weißt du, das ist richtig so rasiert und dann nur so ein Topf, wie so ein Topfschnitt. Die haben ganz viele Hipster-Typen zurzeit. Okay. Wie findest du das? Macht dich das aggressiv? Das hat aber auch was Mittelalterliches, ne? Ja, hat das bestimmt. Aber ungewollt, glaube ich. Also warum sollte es mich aggressiv machen? Wenn die Person entscheidet, dass sie das tragen möchte, dann... ja, alles Gute. Gibt's keine Frisuren, die dich aggressiv machen? Okay, pass auf, ich habe noch eine dritte. Langer Pferdeschwanz mit drei oder mehr Haargummis drin. Nee, das ist voll okay. Okay. Es ist sicher. Hält besser. Die müssen auch fixiert sein. Ja. Okay, pass auf, diese vierte Haarschnitt. Diese Boyband-Frisuren so zwischen 2000 und 2010, wo die Haare so in die Stirn, so runter, so nach rechts... runtergekämmt werden. Weißt du, was ich meine? So wie bei Justin Bieber, so ein bisschen, bevor er genau. Geschlechtsreif war. Ja. Finde ich, hatte ich auch. Hatte ich auch. Muss ich sagen. Auch bevor ich geschlechtsreif war. Und danach leider auch. Okay. Fünfte Frisur. Einfach nur so ein Rattenschwanz hinten. Ja, nee. Das macht dich das aggressiv. Das macht mich richtig aggressiv. Was hasse ich ja. Okay. Bloggerknödel. Weißt du, wenn man diese Haare so oben in so einem Topf macht und das nennt man ja Bloggerknödel. Okay. Wie findest du das? Ist egal. Nie bewusst wahrgenommen. Okay. Mackie? Was war das nochmal? Warte mal. Mackie ist so ganz kurz und dann so hoch gespiked mit so Gel, oder?
Das ist nicht irgendwie so? Ja. Also ganz kurz, aber so eine Mackie-Frisur. Ja. Das war groß in den 80ern. Finde ich super. Ja? Weil man hat immer saubere Fingernägel, wenn man sich durch die Haare streicht. Das stimmt. Das ist wie so eine kleine Nagelfeile. Richtig. Okay, und dann Undercut, das letzte jetzt. Ja. Undercut mit Musketierbart. Musketierbart? Also nur dieses D'Artagnan-mäßige. Ja, es kommt halt wirklich immer auf den Menschen. Und auf die Erfahrungen, die man mit den Menschen macht. Wenn du von so jemandem verprügelt wirst, dann wirst du wahrscheinlich eher aggressiv auf diesen Look reagieren. Reagieren wahrscheinlich, ja. Ich habe mir mit den Gedanken gespielt, das zu machen, als ich in Amerika gewohnt habe. Aber das habe ich dann verworfen, diese Sache. Gute Entscheidung. Entschuldige, ich muss noch ein Schlückchen nehmen hier. Birte hätte mich jetzt gefragt, bitte, also das ist unser Running Gag gewesen, hätte sie gefragt, hast du schon mal in Amerika gelebt? Hätte sie jetzt gefragt. Ja, ist doch schön, dass sie das gefragt hat, aber erwartest du jetzt, dass ich... Ich erwarte eigentlich... Du hattest mal in Amerika gelebt? Ich möchte nicht drüber reden. Okay. Viele wissen ja nicht, dass du bist ja ein Multitalent. Ich kenne dich ja so ein bisschen. Du bist ja sehr bescheiden mit deinem Talent. Du sagst ja, gibst ja nicht groß an oder irgend so. Ja. Aber du bist ja. Aber du bist ja auch sehr, sehr sehr musikalisch. Ach ja. Müssen wir da jetzt. Was spielst du denn noch? Welche Instrumente kannst du? Gar nicht so viel. Geige, Bratsche, Klavier. Wirklich? Und wie oft trainierst du? Bis ich mich richtig der Schauspielerei gewidmet habe, war es wirklich jeden Tag. Und immer so, also Geige habe ich mit 4 Jahren angefangen. Und das war so in der Blütezeit meiner Pubertät, waren es so an die 4-5 Stunden am Tag. Boah, krass. Ja, und da hatte ich halt nicht Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja. Und da. Deswegen musst du dich jetzt. Deswegen bin ich Schauspieler und versuche alles nachzuerleben, was mir damals gefehlt hat. Und schreiben tust du auch? Ja, aber da müssen wir jetzt wirklich nicht drüber reden. Okay. Auch noch nicht in trockenen Tüchern. Aber du machst, also apropos musikalisch, also Sabine komponiert auch und macht auch Filmmusik und zwar sehr, sehr gut. Ich habe es nicht live, aber ich habe es bei einer Premiere miterleben dürfen, bei Maria, unserer Bärtenkollegin. Ja, genau. Premiere. Ja, das war schön. Das war wirklich schön, ja. Aber kannst du auch singen? Ich kann singen. Ich war 10 Jahre am Berliner Ensemble und habe hauptsächlich in Inszenierungen mit Gesang eigentlich mitgespielt. Und da hatte ich will jetzt nicht Name-Dropping machen, aber kennst du Lou Reed? Ja. Ja. Kennst du Rufus Wainwright? Mhm. Coco Rosie? Mhm. Ja, habe ich mit allen gearbeitet, ja. Krass, okay. Das ist cool. Das ist gut, ja? Weil Birte kann ja auch sehr gut singen. Oder wenn du das, also könntest du dann quasi jeden Freitag könntest du das hier mit reinbringen in die Show, quasi einen Song singen. Aber sie hat schon vor, wieder zurückzukommen, ne? Oliver und ich haben sie jetzt erstmal suspendiert. Ist vom nicht Dienst. Euer Ernst, das ist ja... Ja, doch, muss man ja. Also musst ja schon bei der Sache sein. Du kannst ja nicht jetzt so, wenn es dir passt, die einfach frei nehmen. Das geht ja nicht. Ja, es wäre so, wenn du jetzt als Schauspieler arbeiten würdest und sagst dann, nee, morgen komme ich nicht. Ja? Du musst halt schon kommen. Ja, klar. Wenn es auf der Dispo steht, ja. Eben. Und bei mir, für uns, Oliver, stimmt's? Gib mir recht, da stand es jetzt auf der Dispo. Natürlich. Ja. Ja, ich finde es blöd, weil Birte ist ja hauptsächlich am Erzählen und du bist eigentlich nur damit beschäftigt. Zu trinken. Nee, so als würdest du gar nicht zuhören, so immer so. Mhm. Stimmt. Mhm. Und dann, wenn du antwortest, so eine Sekunde zu spät. So, dass ich bin nicht ganz, du merkst, du bist dran. Ich bin nicht ganz. Ja, das ist aber. Fehlt mir Birte jetzt. Ehrlich, das ist aber auch irgendwie so eine. Ich habe das halt irgendwie vielleicht nicht gelernt. Ich trainiere mal kurz. Ich habe hier eine Hantel gefunden. Ich will auch so Arme haben. Mach mal weiter, das ist ganz gut. Ich mache jetzt hier ein kleines Fotönske von dir hier. Okay. Ja, und dann mache ich da gleich. Ich halte mal hier dieses Bier auch hoch. Ja. Dann sieht man so ein bisschen. Ich muss auch gleichzeitig desinfizieren, während ich die Hantel. Okay, wir werden unsachlich. Wo waren wir? Pass auf, ich habe noch ein zweites Thema vorbereitet für dich. Und ich würde einfach nur gerne wissen, wie du das machen würdest. Wenn du jetzt auf ein erstes Date gehen würdest, was sind deine Strategien, um das aufzulockern, die Situation? Ich würde auf jeden Fall erstmal meiner Frau sagen, dass ich auf ein Date gehe, weil das könnte Konsequenzen haben, wenn ich jetzt unangemeldet bin. Das ist eine gute Taktik. Ja. Also erstmal damit anfangen. Also, für dich, dann wirst du auch lockerer sein. Ach, du fragst wirklich jemanden, der seit 7 Jahren jetzt mittlerweile. Benutzt deine Fantasie.
Okay, ich würde auf jeden Fall... Sitzt da mit einer relativ unbekannten Person, da hast du vielleicht ein, zwei Mal gesehen, und es ist ein bisschen stiff, weil du findest sie heiß, sie findet dich heiß, aber ihr könnt es euch nicht wirklich sagen. Und wie lockert man jetzt die Situation auf? Ich würde auf jeden Fall, habe ich in der letzten Folge gelernt, furzen. Ja. Was ist los mit euch? Warum fangt ihr mit so einem würdelosen Thema an? Du, das war Birtes Idee. Deswegen ist sie jetzt auch auf der Straße. Deswegen habe ich sie rausgeschmissen. Weil sie so geschmacklos ist auch einfach. Ja, finde ich nämlich auch. Und auch wenn überhaupt nicht geistreich und so. Das ist halt, da muss sie halt raus. Es ist Zeit für Erneuerung und deswegen bist du jetzt da und freue mich auch drüber. Prost. Ich würde... Ab sofort bist du der neue schaumgeborene Podcast-Partner. Wir zeigen jetzt mal, wie edel der Mensch sein kann. Ich würde ein Sonett dichten. Und dieser Frau wahrscheinlich vortragen. Ah, okay. Singen. Ein Sonett dichten und vortragen. Das kannst du aus dem Stegreif. Nein. Ich müsste kannst mich du kurz mir hinsetzen. Jetzt ein Sonett dichten und vortragen? Ja. Warte mal, gibt es nicht so einen Google Sonett Maker? Kannst du nicht selber jetzt einfach irgendwas Nettes über mich irgendwie oder wie das ich. Ja. August, nach diesem Podcast, werde ich mich sehr sehnen nach den durchaus definierten Venen deiner Arme. So, jetzt kommt kommen so sehen. Ja, wirklich? Siehst du, wir sind uns schon viel näher gekommen. Ja, finde ich gut. Okay, pass auf, ich hab noch eine Frage für dich. Mhm. Vielleicht fällst du... Ah, weißt du, was wir machen? Wir spielen eine Runde Scheiße-Quartett. Das habe ich mit Birte immer gemacht. Was ist denn das? Scheiße-Quartett. Oh nee, bevor so irgendwie Verwesung und Verdauung und... Einmal Scheiße-Quartett spielen, pass auf. Ich kann keine Karten spielen. Ich weiß nicht, was wir ziehen jetzt jeweils du ziehst eine Karte, ich ziehe eine Karte. Okay. So, und ich ziehe auch eine Karte. Jetzt darfst du dir... Du darfst dir eine Kategorie aussuchen. Und in der Kategorie musst du halt besser sein als ich. Dann hast du gewonnen, okay? Aber wo steht die Kategorie? Links, da steht Größe, Menge, Anzahl abwischen, Stinkfaktor, Wahrscheinlichkeit, Zeitaufwand, Schmerzfaktor, ja. Spielbarkeit, okay. Künstlerischer Aspekt. Warte mal. Okay. Okay, das ist widerlich. Okay, ich kotze gleich. Naja. Was nimmst du? Wenn wir schon edel sind, künstlerischer Aspekt. Okay, 3,4, was hast du? 7,5. Boah, nicht schlecht. Was hast du für einen? Wie heißt deiner? Hochdruckschiss. Okay, du musst die Beschreibung vorlesen, die daneben steht. Okay. Hochdruckschiss. Warte, muss kurz einsprechen. An die Spitze einer enormen Furztreibladung setzt sich ein Scheiße-Projektil, das mit seiner wahnsinnigen Geschwindigkeit sogar in der Lage ist, das Klo zu durchlöchern. Gib mal noch eine Karte, ich will noch einen Text lesen. Ich muss kurz meins vorlesen, ich versuche jetzt zu toppen. Ja. Ich habe den Hämorrhoidenschiss. Da war künstlerischer Aspekt 3,4. Es gibt viele Gründe für diesen roten Schiss, jedoch meist keine schönen. Schmerzen sind garantiert. Ja, Mama, ich weiß auch nicht, warum ich in diesem Podcast aufgetreten bin. Keine Ahnung. Okay, gib mir die Karte. Ich habe eine Frage für dich. Wenn du eine Schönheits-OP machen könntest, ja, an dir selber, was würdest du machen? Ich wüsste ja, was ich machen würde mit dir. Ja, erzähl. Ich würde dich ja so 4 Zentimeter kürzer machen. Also nicht den Penis, sondern die Größe. Ich würde dich so auf 1,80 runterbringen. Aber dann müsstest du 13 Zentimeter. Okay, dann 13 Zentimeter kürzer. Dann nimmt man so ein bisschen was raus aus dem Knie oder aus dem Oberschenkel raus und setzt sich dann wieder zusammen. Aber das, du könntest so viel mehr Rollen spielen natürlich. Ich weiß. Beim Boot hatten sie, ab 1,85 durfte niemand mehr... Ja, ich weiß, deshalb hast du es ja gespielt, weil ich, wir haben... Du warst eigentlich... Ich war... Nein, aber was ich an Schönheits-OP machen würde, hängt tatsächlich damit zusammen, nämlich mit meiner Größe und dadurch, dass die ganzen Kollegen und Menschen, mit denen ich zu tun habe, so klein sind, ich beug mich immer so runter und habe einen Buckel. Nee. Ja, klar. Wirklich? Hast du noch nie gesehen? Du hast doch keinen Buckel, oder? Ich habe einen richtigen Buckel. Also, wenn's stell ihn mal hin. Warte. Also wenn ich normal stehe, ist es so. Aha. Da ist schon kräftig. Ah, was. Ach so, du musst quasi. Aber Alexander-Technik kannst du machen, dass du so ein bisschen den Kopf hochbringst. Ja, kenne ich nicht, den Alexander. Ja, das ist. Kannst du ihn mir mal vorstellen? Australier, glaube ich. Okay. Und da würde ich wirklich so eine OP machen, dass man vielleicht. Aber ich kann auch einfach trainieren oder Pilates, was auch immer. Ja. Ich habe so eine komische Stirn, so eine, da, siehst du, diese, das ist wie so eine kleine Sprungschanze, die hier so weggeht. Ja. Die würde ich mir wegfallen lassen. Ja. So.
Das würde einiges verändern. Genauso wie bei dieser Schauspielerin. Guck mal, die Dirty Dancing Schauspielerin, ne? Mhm. Fantastisches, einmaliges Gesicht. Hat sich danach die Nase operieren lassen. Hat sie gemacht? Nie wieder einen Job. Ja. Ach, okay, man muss die Einmaligkeit, die man hat, feiern. Hervorheben eigentlich eher. Na, das vielleicht nicht. Siehe. Ja? Siehe sie. Siehe wer. Ja, sag mal ein Beispiel. Kommt man in Teufels Küche. Sei doch mal spontan jetzt. Ja, ich bin nicht so gut spontan. Die Birte kann eben gut improvisieren. Ja, ich weiß. Sie fehlt mir. Ja, aber ich muss ja auch... Okay, du scheinst irgendwie unzufrieden. Das tut mir leid. Ich finde nur, das ist, also, dir fehlt Birte. Ich habe das Gefühl, die Birte hat irgendwie besser performt, weil sie irgendwie, die hat irgendwie mehr Feuer so ein bisschen. Die fehlt so ein bisschen der Esprit für die. Ja. Habe ich das Gefühl. Okay. Ich könnte ein rumänisches Lied singen. Okay, ja, mach mal. Frumoasă ești, iubita mea. La această ziua noapte, tu strălucești în viața mea. Te rog, ascultă-mi inima. Wow. Das war wirklich stark. Also es ist viel besser als Birte. Wirklich? Viel besser, ja. Das kannst du nicht sagen. Das ist viel besser als Birte, doch wirklich. Nein, du lügst. Doch, nein, Birte kommt. Es ist offiziell, du bist jeden Freitag dabei. Geil. Oh Gott. Freut mich. Nein. Das ist auch nicht so viel Zeit auf. Also du musst vielleicht eineinhalb Tage pro Woche einplanen. Mit Vorbereitung, Nachbereitung. Kannst du schneiden? Ich kann schneiden, gut. Ja. Aber das kann Birte hauptsächlich auch. So Gurken und Paprika. Ja, das kann Birte nicht. Weil sie kann gut schneiden. Also, sie hat einen Editor-Background. Ich fühle mich da ganz schlecht. Nein, ich möchte gerne Birte zuhören das nächste Mal wieder. Und ich sollte nicht dabei sein. Dann ist alles wieder wie früher. Und es ist wichtig, dass alles wieder wie früher ist, weil es sind so viele Veränderungen momentan, dass man... Das verstehe ich auch. Du? Ja, das verstehe ich auch. Okay. Also das heißt, ich kann mit dir... Wie wäre es übergangsweise? Ein halbes Jahr. Dass du ein halbes Jahr mitmachst bei uns. Ja, muss ich mit meiner Agentur klären. Okay. Oder schreib du sie an, die Agentur. Mach das. Bei wem bist du nochmal? Diese französische Agentur, Playet. Ah, Playet. Playet habe ich mal von gehört. Ja. Naja, gut. Ich glaube, es wäre, dann würden die wahrscheinlich sofort Geld verlangen und so. Ja, klar. Bei uns ist es eher so, dass wir versuchen, alle in einen Topf was zu werfen, das dann quasi den Podcast mitfinanziert. Okay, nee. 400-500 Euro im Monat höchstens. Fall. Nein. Dass du da mitmachst. Nee. Ich bin jetzt eigentlich auch fertig. Hier. Das Bier ist auch alle. 200 Euro. Nein. Okay. So, fertig. Vielen Dank. Mein Freund, also wir sehen uns am Set. Ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Also, ich glaube, Sabine, es ist ein guter Fit. Und ich glaube, wenn du bereit bist... Nee, Zeit zu investieren. Warte mal, da ruft jemand an gerade. Dass du quasi... Scheiße, ich habe was vergessen. Ich muss dringend weg. Mein Lieber, es war wirklich ganz nett. Ich packe mal ganz kurz zusammen. Kannst du nicht... Ich habe das Gefühl, du hast das Potenzial, ein großer Podcaster zu werden. Das ist sehr nett von dir. Du kannst Birte ersetzen, du hast das Talent dazu. Ja, aber will ich nicht. So. Und du musst ich gehe jetzt. Mein lieber August, wir sehen uns am Set, hoffe ich. Bald. Ja, okay. Hab noch einen schönen Tag. Morgen. Morgen kann ich leider nicht. Morgen ist Sonntag, der Tag des Herrn, da sollst du ruhen. Okay. Oder in die Kirche. Gut. Mein Lieber. Ciao, Sabine. War wunderbar. Ja, tschüss, danke. War schön, dich zu sehen. Ja. Ich habe das Gefühl, Sabine, das lief ganz gut, oder? Ich glaube schon, dass der Bock hat. Ja, naja, also ich wäre davon jetzt nicht ganz so überzeugt. Findest du, er ist schon sehr schnell aufgebrochen. Ja, er hat halt noch was vor. Das wusste ich, da hätte er auch vorher sagen können, dass er nicht so viel Zeit hat. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht... musst du
doch nochmal bei Beate anrufen. Oliver, bei aller Loyalität, ich finde es ja schön und gut. Du weißt genauso gut wie ich. Birte, es war wie so ein Klotz am Bein. Wir, du und ich, wir sind das Team, das Herzstück des ganzen, der ganzen Sache. Wenn die uns, die hält uns zurück, wir können uns nicht entfalten. Ja? Wir müssen uns entfalten. Wir sind wie zwei Schmetterlinge, die loslegen. Pass auf, ich weiß, wie ich das mache. Okay. Ich bin ja Schauspieler und ich mache das einfach mit meinem Talent. Einen Moment, ich hole mal kurz noch das. Ich hab ja noch ein Bier. Ja. Na, jetzt bin ich gespannt. Okay, pass auf, es geht nämlich. Wir können das auch solo wuppen. Pass auf. Jetzt muss ich kurz überlegen. August, ich habe dir ein Bier mitgebracht. Und zwar ist es ein belgisches Quadruple oder auch Quad genannt. Und es ist ein sehr starkes, dunkles Ale von der Roman Brewery in, wo kommen die nochmal her? Aus Oudenaarde in den flämischen Ardennen oder in der flämischen Ardenne. Scheiße, Birte wüsste das jetzt natürlich wieder, ob das die Ardennen oder Ardennen sind, Ardennes sind. Egal. Und zwar ist es 10%ig, es ist Fass gelagert in einem Eichenfass, deswegen hat es auch Noten von Sherry und von Whisky. Und man sollte auf trockene Obstnoten achten, ein bisschen Schoko, ein bisschen Karamell. Und es ist ein schweres, dunkles, obergäriges Bier. Und hier kommt das Geröff. Ja, es ist schon, macht was her. So, ich gieß mal ein ins Gläsele. Es ist schon, ja, sehr dunkel, sehr braun, mit einem dunkleren Schaum. So, Pfefferminzer, was siehst du? Ja, ich sehe, es riecht schon sehr stark. Was hat das gekostet im Online-Shop? 2,43 € kostet es in diversen Online-Shops. Und wir haben auch, weißt du was, Oliver, ich könnte jetzt auch noch, wir machen ja immer, dass man noch eine Nachricht von den Brauern bekommt. Wir haben auch eine Sprachnachricht von den belgischen Brauern bekommen und die kommt hier. Hello, Pfefferminze in August. Mein Name ist Jan von der Roman Brewery in Belgien. Und wir haben hier ein schönes Brown Ale für euch und das können wir so machen, dass ihr das einfach trinkt und dann ist es alles schön fein. Vielen Dank an die Roman Brewery für diese tolle Sprachnachricht. Und jetzt würde ich das einfach trinken und dann würde ich das bewerten, Oliver. Also Pfefferminzer. Pfefferminzer, bewert du doch das Bier. Oh, es ist stark. Es ist ein starkes Boost. Alter Schwede. Halleluja. Es ist genauso stark wie das Bier, was wir gestern getrunken haben, Oliver. Boah, es ist stark. Alter Schwede. Okay. Nein, August, sag du doch, wie das Bier. Kannst du das Bier bitte bewerten? Okay, ich bewerte jetzt das Bier. Es schmeckt quasi genauso wie ein Sonnenaufgang in den Ardennen. Es ist ein sehr steiler, ein sehr gewaltiges Gebirge, die Ardennen, und ein sehr hoch und sehr gefährlich. Es ist ja quasi die zweiten Alpen Europas. Und es ist so wie ein Sonnenaufgang auf einem Gipfel. Und man sitzt dort mit einem guten Freund. Man ist schon um 3 Uhr morgens aufgebrochen, um an den Gipfel zu gelangen. Und im ersten Morgenlicht ertönt von irgendwo ein Alpenhorn. Wie heißen die? Berghörner? Berghorn? Alpenhorn? Ich und mein Kumpel, nicht Birte, posten uns zu und trinken dieses Quadruple in einem Zug. Und danach sind wir richtig betrunken und denken uns, oh shit, wir müssen ja noch vom Gipfel runter. Dieser Weg wird kein leichter sein. So schmeckt das Bier. Prost. Prost. Ah, boah.
Ging gut, oder, Oliver? Mhm. Denke, findest du das? Wie fandest du das jetzt? Ja, war großartig. Vielleicht ein bisschen zäh und eindimensional, aber ansonsten großartig. Okay, gut. Das, also meinst du, das, können wir das so weitermachen? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das genauso gut ankommt wie das davor. Mhm. Hm. Also, ich meine, wenn du noch ein bisschen übst und so, aber... Ach, ich habe keinen Bock, da jetzt wieder anzurufen bei der blöden Birte. Ach. Okay. Wäre schon schön. Ja, für sie vielleicht, aber nicht für mich. Ich tippe das jetzt hier nochmal ein. Fuck it. Hi. Hallo. Na? Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Dir? Ja. Ich muss dir was... Okay, pass auf, bevor du mir jetzt was sagst, ich wollte dir noch sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, also weil wir uns ja neulich so komisch gestritten haben und so. Mhm. Also ich meine, klar, natürlich kannst du den Podcast alleine machen und sowas, aber ich fände es jetzt schon irgendwie schade und vielleicht hast du ja auch recht und ich muss ein bisschen belastbarer sein und vielleicht schaffe ich es auch, Podcast zu machen und zu drehen gleichzeitig. Also ich meine, keine Ahnung, wie du jetzt dazu stehst und so, aber... Also wenn du noch Bock hast, es mit mir zu machen, dann würde ich mich jetzt schon drauf einlassen. So, keine Ahnung. Echt? Ja. Da muss ich jetzt noch einmal kurz, ja. Ich muss jetzt natürlich noch mal mit, ich hatte da jetzt auch schon mehrere Leute, die unbedingt wollten, also... Mit Anne Schäfer und Caro Schuch und okay, Sabine cool. Wollte unbedingt. Aber du, ich bin, weißt du, man soll nicht, ich denke nach wie vor, wir sind eigentlich ein gutes Team. Also ich verzeihe dir und. Es ist jetzt okay, wenn du den allen absagen musst dann. Ja, das wären natürlich unangenehme Telefonate jetzt nochmal, aber. Ja, ja. Mein Gott. Ich denke, dass du eine zweite Chance verdient hast. Du bist einfach ein richtiger Freund, das muss man einfach sagen. Ja. Cool. Ich freue mich auf dich. Ach toll, ich mich auch. Podcast-Time! Viel Spaß, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss. Wieder was gelernt. Erstens. August kann sehr viel besser Sponsoren an Land locken, wenn er alleine arbeiten darf. Und zweitens. Viele Leute reißen sich darum, mit August Podcasts zu machen und sein Podcast-Partner zu werden. Es war quasi sehr schwierig, Leute abzuwimmeln und ja. Und drittens, ich bin dann doch sehr froh, dass Birte dann zurückgekommen ist und kommen wird. Und ich glaube, Oliver, dir geht's wohl auch so, ne? Ja.